Okay, Jungs, wir machen gleich weiter. Es geht gleich weiter mit dem Cringe. Ich hol mir noch was zu trinken, okay? Ich hol mir noch was zu trinken. Voll okay. 1, 2, 3, 4. Du schießt immer so hintereinander. Ja. Geh lieber in deine Standhocke. Genau. Als hier nach vorne zu nehmen. Weil du eben, ich seh dich mal so ein bisschen nach vorne. Mhm. So, immer ziehst du nach vorne. Ich wirf dich kurz um, ja? Ja? Nach vorne, kann ich dich einfach so runterreißen. Guck, das meine ich. Als wir dann die Schnibberschlacht hatten und ich gesehen habe, dass Lukas sich überhaupt nicht halten kann und jeder ihn umgeschützt hat, musste ich ihm erstmal so ein bisschen ein paar Griffe zeigen, damit er nächstes Mal noch besser vorbereitet ist. Hä, aber bei einer Schneeballschlacht, da tackelt man sich doch nicht. Da wirft man doch einfach nur mit Schneebällen. Also dein Kopf in die Brust von mir. Und hier so und dann so. Dann hoch. Umwerf. Also so. Oh, perfekt. Wieso zündest du nicht einfach ganz oben an? Denn dauert es Ewigkeiten, bis es runtergebrannt ist. Junge, Kampfsport-Andy, ey. Nimm es einfach raus. Hältst du fest? Ja, dass wir Fackeln hatten vom gestrigen Abend, war halt noch sehr gut. Es geht nicht, dieses scheiß Feuerzeug. Ja, jetzt kann ich nichts sehen, Dicker. Es geht nicht. Wir hatten auch so ein paar Probleme, die anzuzünden, aber davon abgesehen war das eigentlich. Eigentlich. Toll. Oh, fuck. Ich finde, Lukas hat das gut gemacht, hat es dann auch gleich umgesetzt. In die Eier. Oh, sorry. Das weiß ich schon ein bisschen mehr. Und da kann ich bei der Schneeballschlacht schön die anderen Jungs auch schon so ein bisschen einräumen. Hast du ja gut gemacht. Ja, dann gleich schon. Fresh, Digga. Sorry, wegen Fresh, Ding. Digga. Nee, ist nicht schlimm. Guck mal. Es brennt. Ja? Ja. Du hast jetzt noch einmal kurz. Es brennt wirklich. Ja, ohne die Fackeln hätten wir irgendwie, ich glaube, 8 Stunden gebraucht, um ein einziges Holzstück anzuzünden. Und die Fackeln haben es uns einfach ermöglicht, das Feuer innerhalb von 3 Minuten zu zaubern. Was macht die da? Oh, Feuer. Feuer. Was essen wir? Oha! Eier und Müsli. Fillerfolge, hoffentlich nicht. Wie essen wir denn Müsli? Da wird doch erzählt, wir machen in Eis einfach eine Kuhle und machen eine Alufolie, nur so als Schützen. Ja. Was meint die? Ich hätte irgendwie nicht so gedacht, dass es einfach so klappt, einfach mal so ein kleines Loch im Schnee zu buddeln, da einfach so ein bisschen was Folie drauf zu tun. Das erste Mal Cornflakes gegessen aus einer. Oha, das ist ja ultra smart. Alle. Ich hab noch nie sowas gemacht. Ja, ich bin auch nicht. Ich komme mir aber schon ein bisschen verrückt vor. Ich esse Cornflakes aus Schnee. So, Cornflakes bitte. So lecker. Lol. Ja, bin ich auch so ein bisschen stolz auf meine Schnee-Alu-Folien. VIPs, ihr müsst nicht so oft denselben Emote reinmachen, okay? Smiley Face? Ich sehe das. Ungelogen, ne? Das ist einfach so heftig, diese Idee. Ich komme gar nicht mehr drauf klar. Die Idee mit der Cornflakes-Schale im Schnee war einfach total genial. Also ich bin gar nicht mehr drauf klar gekommen. Es war einfach geil und es hat genauso gut geschmeckt. Wir müssen die Idee patentieren lassen. Eier jetzt? Jetzt machen wir Eier, ja. Machen wir Rührei oder Spiegeleier? Schmeiß einfach rein. I don't care. Ja, Jungs, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Rührei oder Spiegelei? Schmeiß einfach die Eier erstmal rein, Digga. Machen wir jetzt Rührei oder Spiegelei? Mir ist es egal. Ja, dann mach jetzt Spiegelei. Spiegelei. Spiegelei ist immer gut. Spiegelei! Hock Jam! Rührei. Ja. Rührt es einfach um. Aber mein Auge! Also der Rauch war so doll. So mächtig sozusagen, war richtig viel Rauch, weil halt das... Wie wär's, wenn Joel für jedes Digger 10 Cent an Karl spendet? No joke, er müsste eigentlich 10 Cent an irgend so eine wohltätige Organisation spenden. Das wäre nice. Das wäre insane. Einfach irgendwie Welthunger nach einer Folge gelöst. So feucht war. Und dann hat das halt so extrem gequalmt und hat so in den Augen gebrannt. War nicht schön. Oh, dieser Rauch nervt so. Scheiße, das war das Hals. Digga, guck mal da, ist schon alles verbrannt, ey. Oh mein Gott. Ja, tu sie mal hier, guck mal. Tu sie hier. Ey, der Rauch nervt mich echt. Ich setz mich rüber. Also. Na, ich kann mich nicht woanders setzen. Hier ist meine Schüssel. Und die kann ich nicht so einfach mitnehmen. Das hat halt richtig in den Augen gebrannt. Und deswegen haben wir dann einfach, sind wir immer so umgezogen und haben uns einfach umgedreht. Man könnte eigentlich voll gut in der Wildnis überleben. Ja, Mann. Ja, Mann, wenn man eine Pfanne dabei hat, ein Kamerateam, schon Schuhe und alles Mögliche, Feuerzeug und so, ist ultra easy. Da fehlt Salz, da fehlt. Boah. Könnte man jeden Tag haben. Bro, hast du noch ein paar Cornflakes? Hier mit eurem Bro. Alter, macht er den Karl? Warum nennt er mich Bro? Hier mit eurem Bro.
Digger. Bro, Digger, Bro. Alter, hey, Bro, ey. Aber ich würde ja nicht sagen, hey Tom, kannst du mir die Cornflex geben? Ich würde sagen, Digga, gib mir mal die Cornflex. Boah, Digga, alles klar, ne? Hier, Digga, yeah. Als ob. Oha, Ehrenmänner. Ey, Bro, das passt zu mir eigentlich auch gar nicht. Warum Bro? Ja, muss halt jeder für sich selber von. Ich mach das doch gar nicht mit Absicht. Warum so, Bro? Meine Mutter, das immer richtig auf, weil manchmal nenne ich meine Mutter Bro. Würde ich zu meiner Mutter sagen, Bro, dann würde meine Mutter erstmal, glaube ich, nicht mehr mit mir sprechen. Aber ich mach's gar nicht mit Absicht, ist einfach so schon drin, das ist so wie, hallo, wie geht's? Ich finde, wenn ich Bro sagen würde, dann wäre das wie so ein Affe, ey. Ey, Bro, Digga, gib mal die Zahnbürste. Das machst du ja, ey, Bro. Ja, ich sag auch nicht. Aber Bro. Ich sag so, ey, Bro. Ja, die Sprüche so von den Jungs ist jetzt nicht so meins. Also ich in München so, wir sagen vielleicht schon so ein bisschen Digga. Wir sagen es nicht so auf Gangstersprache, sondern es ist halt so einfach im Slang drin. Wir machen es auch höflich. Aber ich glaube, mit dem Alter werden wir das immer mehr abgewöhnen. Glaube ich auch. Glaube auch. Ja, mit dem Alter. Und dann hat man Kevin, 23 Jahre alt, jedes zweite Wort Bro. Die Jungs wollen nicht ungewaschen in und Fork und Dude die Zivilisation zurückkehren. In der Nähe ihrer Lagerstätte haben sie Wasserrauschen gehört. Also gehen wir jetzt da hin und da? Das ist das Ding hier vorne? Oh nee, daran wasche ich mich doch nicht. Oh mein Gott. Aus dem Rohr, juhu. Muss einfach reingehen, Digga. Voll naturlike. So. Aber es sieht sauber aus, muss ich sagen. Das ist feines Bettwasser, Jungs, das könnt ihr trinken. Das ist echt so. Das ist besseres Wasser, als wir in Hamburg haben. Schmeckt. Doch, schmeckt nach Wasser, aber schmeckt auch ein bisschen nach Rohr irgendwie, ne? Ha. Dann duschen wir uns mal so ungefähr. Dann. Ja, ich meine, es war saures Wasser. Es hat überhaupt nicht komisch geschmeckt. Wir haben es ja auch probiert und dann haben wir es einfach gewaschen. Es war arschkalt, aber für das eine Mal ging's. Was machst du? Er wäscht sich. Ihh. Was machst du? Ist das ein Ei oder was? Nein, aber mein Arm. Ich tue es nicht zu Hause, wenn noch mal eine Rechte. Ich finde, ein Mann sollte schon kaltes Wasser abkönnen, weil ein Mann sollte eigentlich alles abkönnen. Also, ja, Mann. Gleich, Jungs. Ja, das ist ja, warmes Wasser ist was für Pussys, okay? Aber erst duschen. Keiner geht in den Whirlpool, ja, bevor er nicht geduscht hat. Keiner geht in den Whirlpool. Echte Männer duschen kalt. Whirlpool, wenn er nicht geduscht hat. Das ist absolut eklig. Mir fehlt mein Zuhause jetzt langsam. Ja, die Iglo-Aktion so im Ganzen war einfach hammermäßig. Ich meine, das war eine Erfahrung, die werde ich wahrscheinlich nie wieder machen. So einem Iglo zu pennen und Feierabend und das, wow, das war mega. Aber das war eine Zeit, ne? Das ist Spaß gemacht. Das war richtig geil. Das ist schon geil. Also so aufzuwachen mit so einem nice Berg und so ist schon nice. Tschüss, Iglu. Ich hätte es vielleicht nur so drei Tage ausgehalten, aber dann noch nicht. Erstens wegen der Kälte, zweitens wegen Essen, drittens wegen Wärme, viertens wegen WLAN, wegen Internet. Endlich wieder Internet haben, oh mein Gott. Ja. Mein Handy. Ich glaube, keiner geht mit seinen 5 Jungs alleine in die Wildnis und schläft da. Und ich glaube, das werde ich nie vergessen. Ja, das war schon cool. Nach dieser ganz besonderen, aber auch ziemlich kalten Erfahrung. Oh, erstmal den ranzigen Whirlpool, Alter. Uff. Uff. Ein Tag nicht geduscht? Rein da. Yo, Mohammed Hafa, Alter, danke für den Sub. Alter, bist so entspannt gerade. Einer hat gesagt, da ist ein Filter drin. In dem Ding. Wie muss jetzt der Filter aussehen? So ein Warmfluss mega. Ja. Da merkt man mal, was für Luxus wir eigentlich haben, ne? Ja. Es hat sich einfach noch viel besser angefühlt als sonst. Es war so ein richtig entspannendes Gefühl. Simply Basel, danke für den Twitch Prime. Hier zu den Blahas. Noch einmal. Ja, Mann. Ja. Pommes Peti, danke für den Twitch Prime. Oh, der Hype Train. Die Jungs hatten das Ehepaar Blaha bei einem Einsatz für ihr soziales Projekt kennengelernt. Das Schicksal der Blahas hat die 5 Jungs tief beeindruckt. Und Blaha. Sie fühlten sich bereits nach dem ersten Besuch mit den beiden Senioren verbunden. Dann lass mal irgendwas mitbringen. Ja, von mir oder so. Ja, weil so nett war das jetzt. Kuchen, ja. Stimmt. Wer kann von euch Kuchen backen? Und dann stell mir die weg. Ich kann Kuchen backen. Wir wollten einen typisch Tiroler Kuchen backen, weil es einfach. Ja, die Blahas kommen aus Tirol und dann dachten wir, ja, kommen wir denen so ein bisschen entgegen, dann kennen die den vielleicht und schmeckt den auch besser. Was ist das? Topfenstrudel? Ich habe das, glaube ich, schon mal gegessen, aber das ist so eine Art wie, Strudel? Ja, wie so ein Strudel halt, wie wir so das kennen. Nur, dass oder? Da, ja, genau, den so Strudel. Ein bisschen so.
Was brauchen wir dafür? Aha. 250 Gramm Quark. 250 Gramm haben wir schon mal hinstellen. Was brauchen wir noch? Zucker, 150 Gramm. Zucker. Packung Puddingpulver. Vanillegeschmack. Braucht da. 250 Milliliter Milch. Ein Ei. Ey, lass uns jetzt erstmal. Ein Ei. Chat schreibt mit. Wir machen da jetzt irgendwas rein und die sind allergisch, zum Beispiel gegen Laktose oder sowas. Guten Tag, hier ist die Jungs-WG. Hallo, wie geht's Ihnen? Freut uns sehr. Uns geht's auch gut. Ich habe eine Frage an Sie. Ja? Haben Sie in irgendeiner Form Allergien gegen Lebensmittel? Oder Ihr Mann? Oder Ihr Mann? Nein, nicht, dass wir wissen. Also nicht? Oh. Okay, oh, gut. Pogchamp, safe. Haben Sie noch irgendwas anderes bei sich zu Hause? Also wenn es möglich wäre, so ein bisschen Holz brauchen. Holz. Und ist das für den Kamin? Ja. Oh. Wie viel brauchen Sie denn ungefähr? Okay, danke. Okay. Tschüss, bis später. Tschüss. Tschüss. Wo sollen wir Feuerholz herholen? Wir haben kaum noch was. Damit kriegst du keine zwei Körbe voll. Wir müssen noch was holen. Also ich würde sagen links, weil links war ich noch nie. Ich war immer noch rechts. Da hinten sieht auch ein bisschen bauer-like aus. Ist das nicht irgendwie so ein Baumarkt oder so, wo das man haben was wir irgendwie kaufen kann? Vorgestellt. Da ist Holz, ich seh's. Ja, lass uns erst mal fragen. Hallo. 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 Wir haben eine Frage. Jetzt schnorren die Holz. Wir brauchen unbedingt Kaminholz. Kaminholz? Ja. Und Kaminholz? Ganz klar, wir haben die ganze Zeit nach Holz gesucht. Könnten Sie uns was geben? Ja, wir müssen das selber immer vom Wald holen. Das ist gar nicht so einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Aber ich dachte, wir gehen einfach irgendwo hin, nehmen uns da Holz und bringen den in die Blahas. Aber viel schwieriger. Schade, schade. 180 Grad Heißluft vorheizen. Heißluft. Was ist denn Heißluft? Was ist Heißluft? Heißluft? Ich hole mal Symbol für Heißluft. Was ist Heißluft? Ah, okay. Okay, gut. Jetzt wissen wir es. So, vorwärmen. Wie lange soll ich das jetzt kochen lassen? In einem Topf aufkochen und abkühlen lassen. Mhm. Das heißt, einmal aufkochen, bis mach mit, Chat. Kocht mit, okay? So blub oder blub ja, ich finde schon, man sollte sich irgendwie so ans Rezept halten, aber ich meine, so ein bisschen künstlerische Freiheit, da nochmal eine Prise mehr von. Oh nein. Ist völlig in Ordnung. Wir müssen Eier trennen. Kannst du das? Was? Eier trennen. Von was? Ei. Ja, Eier. Kann ich. Wir machen einen Ei-Trennen-Wett-Contest. Wie trennst du ein Eier? Ich mach Taktik. Wie machst du es denn? Naja, ich trenne sie so, wie man sie trennt. Die kann man auch so. Schüttel das immer wieder um. Ja, guck dir mal meine Technik bitte an. Meine ist ja immer so viel einfacher als deine. So, ich bin fertig. Ich auch. Wollen wir mal gucken. Sie haben noch kein einziges Mal in 12 Minuten 57 über Mädchen geredet, ne? Insane. Viel Eigelb dabei. Bei mir ist gar kein Eigelb da. Ja, Eigelb soll ja auch Eigelb sein. Eiweiß. Ja, ist gar nichts dabei. Meins ist besser. Ich finde, da hast du für Eiweiß drin. Nein, ich würde sagen, wir lassen die Jury entscheiden. Wir haben beide gewonnen. Okay. Entschuldigung. Wir haben eine Frage. Wir suchen Holz. Holz, so. Brennholz für Kamin. Kamin. Brauchen wir unbedingt. Das ist sehr viel schwierig. Echt? Wir haben selber eine Holzverwertungsanlage. Wie weit ist es ungefähr von hier? Zu Fuß? Ja, 40 Stunden. Jetzt schon. Oh. Okay, dann gucken wir mal. Okay, Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich sehe Holz. Ich sehe eigentlich hier überall Holz, aber ja, da ist aber nicht gutes Holz. Sie wollen immer schon Fußstapfen, die müssen wir nur folgen. Ja. Die gehen auf jeden Fall nicht mal zurück, die Fußstapfen, also. Die Fußstapfen führen zum Wasser, das machen wir ein bisschen Angst. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Oh, oh Monka S. Hallo? Niemand ist da. Stopp, mach stopp, schon viel zu viel. Wir müssen das jetzt ausstreichen auf jeden Fall, ne? Ja, und dann irgendwie... Aber Real Talk bis jetzt, harte Filler-Folge, oder? Aber es kommt noch was Insanes. Plot-Twist am Ende. Insane wird das. Guck mal, wie scheiße das eingerollt ist. Mann, ja, wollen wir 5-Sterne-Gourmet-Koch machen. Kacke. Immer wenn wir so eine Rolle gemacht haben, kam es aber unten rausgeflutscht. Und deswegen konnte man das nicht so gut machen. Tempo, Junge! Es geht nicht, es klebt daran fest an diesem Scheißpapier. Das geht nicht ab. Wenn man das so einrollen muss, dann klebt das da dran und dann hat man das Backpapier mit in der Rolle und das ist halt, kann man halt nicht essen. Deswegen muss man erst das Backpapier abziehen und dann die Rolle machen. Du machst noch eine Rolle und dann musst du es anheben. Aber was machen wir eigentlich nachher mit dem Blahas? Also die Frau Blahas hat doch mal früher gesagt, dass sie Hilfe braucht beim Computer.
Und oh wir Gott, können wir dir beibringen, oh Gott. Frau Blaha hat ja das letzte Mal gesagt, dass sie sich nicht so richtig mit Technik auskennt und das auch immer wieder vergisst. Aber wie wollen wir es denn ihr dann beibringen? Vielleicht Vokabel hörtschreiben, so gesehen. Und ihr mal wichtige Sachen aufschreiben, wie man was bedient. Dann müssen wir jeden einzelnen Schritt aufschreiben. Drücken Sie die An-Taste des Computers. Ja, wieso nicht? Sie muss ja nur ins Internet kommen, dann die Suchtaste eingeben und die Computer wieder ausschalten können. Was ist Google? Was ist Internet? Mit alten Leuten verbindet man nicht so jetzt die moderne Technik. Oder tue ich zumindest nicht. Und ja, wir dachten uns einfach, damit die immer so auf den neuesten Stand kommen, geben wir denen mal so eine Nachhilfe in sozialen Netzwerken, wie man damit so umgeht. OBS einrichten. Good one. Ich finde, es schmeckt. Ich finde es wirklich lecker. Ist jetzt kein Spaß. Ich finde es wirklich lecker. Kann man auf jeden Fall mitbringen. Nee. Die Jungs sind schon fertig mit dem Kuchen. Nicht. Hallo? Hier ist keiner, hier ist kein Mensch. Hier ist null. Kein Mensch. Ey, das ist ein Zettel. Okay, Jungs, hier. Ja, steht hier. In dringenden Notfällen wählen Sie bitte. Ja, ja, es ist ein Notfall. Wir brauchen Holz. Also, ja, hat jemand ein Handy mit? Ja, ich hab's. Ja, Thomas Meiner spricht hier. Ja, wir sind von der Jungs-WG und wir haben nämlich Ihr Zettel hier gesehen. Und wir brauchen dringend so Kaminholz zum Feuer machen. Für was brauchen Sie das Holz? Für die Familie Blaha, also das Ehepaar Blaha. Und zwar haben die. Das heißt ja echte Blaha. Genau. Ja, ja, ja. Ah, die Blahas, natürlich. Ja, ihr könnt euch schon Holz nehmen. Ich fand es total klasse von diesem Sägewerksmann, dass er uns einfach das Holz gegeben hat, dass wir es uns einfach nehmen durften. Ja, nehmen wir einfach hier, da, die hier. Nein, wir nehmen jetzt große Dinger mit, ey. Ja, jeder nimmt einen. Ja, aber ist doch für einen Kamin, das passt doch niemals in den Kamin rein, Jungs. Das Ding hier. Zwei. Jeder nimmt zwei, würde ich sagen. Wie auch sagen. Digga, das Holz ist echt nicht klein, Digga. Boah, ey, was macht ihr denn? Als ich erstmal die Holzstücke gesehen habe, die langen Stücke, dachte ich mir erstmal, wie sollen wir die verkleinern? Wie sollen wir die verkleinern? 1 und 2 und 1 und 2. Das ist doch viel zu wenig. Und 1 und 2 und 1 und 2 und 3 und hopp. Ey, Jungs, wollt ihr jetzt echt das bis zum Panthers was tragen? Da hab ich echt keinen Bock drauf. Ja, das ist wirklich sehr unhändlich und schwer. Ja, ist auch schön. Ja, aber was sollen wir denn machen? Ja, lass dir zuzuschauen. Grüße Rudi aus Buddeln, Rita aus Weiden und Meinhard Esrohr. Ihr seid super. Danke, Bro. Danke für die 2 Euro. Genau, lass gleich direkt ein. Sag direkt, dass wir uns direkt bei den Blahas treffen. Ja. Hey, Jungs. Hallo, Lukas. Ja, hier ist der Felix. Rudi aus Buddeln. Also, wir gehen zu den Blahas und dass ihr halt auch da gleich hinkommt, okay? Okay, dann treffen wir uns bei den Blahas. Also. Die Hälfte ist schon weggesnackt. Philipp und Felix haben den kürzeren Weg. Mit selbstgebackenem Strudel und Laptop unterm Arm erreichen sie das Haus der Blahas. Ja, das ist natürlich eine große Überraschung, dass wir so einen wunderbaren Strudel kriegen, einen Topfenstrudel. Genau. Ja, sauber. Das müssen Sie doch nicht sauber machen. Oh mein Gott, Herr Blaha. Nein, oha. Ja, schon ganz herrlich. Wir haben uns auch noch eine Überraschung für Sie ausgedacht. Wir die haben Blas. Einen Computer mitgenommen von uns zu Hause, ein Laptop. Ja. Und wir wollten, dass man Ihnen also nochmal so eine Art Nachhilfestunde gibt. Ja, mein Mann ist da in der Weise. Nice, ich habe selber Computer zusammengebaut und ich besitze 8 Stück davon. Ja. Davon funktionieren 3. Echt so? Was? Der? Nein. Ja, aber wahrscheinlich so C64 oder irgendwie sowas. So den ersten Computer mit so einer Spirale, die sich dreht und so piep, 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 piep. Nennt man ihn in Seefeld den Dr. Computer. Okay, hallo. Hallo. Ist gut. Wow. Da ist Skype. Der ist gut. Der macht so Skype drauf. Ich war echt baff, wirklich so, dass Herr Blaha meinte, ja, ich habe einen neuen Computer. Und ich mache sehr viel Bildbearbeitung und Filme. Naja. Photoshop! Ich habe einen Computer und das vielleicht 9 Stück hat und nur 3, die funktionieren. Schon Respekt. Ja, die macht das in Blu-ray. Ist das ein Alienware? Ruhig, roll mir AZ nen Big Blunt und gönn deinen Stream. Kuss kleiner als 3. Danke, Bro. Mit Media. Nette. Junge, die. Wenn du. Ah, oh mein Gott. Und in 3D. Er rollt sich halt kein Blunt. Wenn er das nur hättet, rollt er sich kein Blunt. Safe Roll. Scheiter 3D. Wieso hat der so viel und ich nicht? Auch Tom, Joel und Lukas haben zum Haus der Blaha. Das ist ein Medion. Hört ihr das? Übelst leise. Okay, ist vorbei. Danke, Bro.
Viel Spaß mit deinem Blunt. Samt Holzladung für den Kamin. Guck mal, ich kann das alles schon zerreißen. Was ist denn mit los mit mir? Also wenn man Holz halt kleinern muss, muss halt viel Kraft haben. Da brauchst du nicht nur den, sondern auch den. Beide müssen stark sein. Hallo. Ja, Mann. Oh, da kommen die Jungs. Hey, hallo. Die Holzarbeiter ja, kommen. Das ist aber toll. Super. Wir gratulieren den Holzfällern für das danke. Gelungene Werk. Bravo, danke. Der Herr Blah ist ein richtiger Computerprofessor. Ja, der hat, er hat einen neuen Computer schick's und baut sich ganz viele Computer zusammen aus nein. alten Geräten. Doch. Echt? Ein richtiger Techniker. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Nice. Es ist halt immer richtig toll, bei denen zu sein, weil die echt ein süßes Paar sind. Sie sind immer richtig offen, man kann mit ihnen über alles reden. Sie sind jetzt schon richtig lange verheiratet und haben halt so eine tolle Geschichte, dass man einfach so ein bisschen von innen so einsickert und ein bisschen traurig ist, wenn man das hört. Würde dir Foto Twitter schicken, LMAO Real Talk hab gerollt. Ja, Bro, musst du nicht machen. Gönn dir deinen Blunt, Homie. Kuss. Und natürlich aber, CBD, Smiley Face. Und gleichzeitig auch dann, dass du süß findest und lachen musst und weinen musst. Das ist ja dann so eine richtige Gefühlsvermischung. Tschüss. Ja, passen Sie auf sich auf, ja? Es ist früher Abend, als die Jungs sich auf den okay, wenn jetzt Mädchen kommen, Weg zurück ins Penthouse machen. Hier liegt ein Brief für sie bereit mit einer ganz fuck, besonderen Finanzamt. Überraschung. Liebe Jungs-WG, vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wie Seefeld wohl von oben aussieht. Damit ihr einen Eindruck davon bekommt, erwartet euch morgen eine ganz besondere Überraschung. Es geht zum Paragliding. Oh, okay. Ja, solche Adrenalinkicks und so und dann als ob, voll geil. Ich habe das noch nie gemacht und ich bin total aufgeregt. Das ist ganz nice. Paragliding ist richtig, sick. Richtig geil. Joel hat sich zurückgezogen. Er vermisst seine Familie und nutzt das Chat, Internet, um die Entfernung zu überbrücken. Omegel. Derweil drehen die anderen voll auf mit Hasenkostümen aus dem WG-Bestand und Philipp als Tanztrainer. Los, komm, kreisen. Also, wir haben die Hasenkostüme angezogen. Deine Haare sind Karl. Good one. So, erstens, weil sie gemütlich sind, sie sehen gut aus und man kann sich halt super in den Teilen bewegen. Warte mal, ich höre Thiago. Moment, ich hole ihn. Okay. Oh, Bibi. Hallo. Oh, der kleine Thiago. Oh, ich habe so Angst, dass er mich vergisst. Nein. Er ist so dick geworden, ne? Ja, beim Skypen sind mir einfach die Gefühle wieder so alle hochgekommen für die Familie. Hätte doch ein Herz. Weinen, weil auch Thiago wiederzusehen, so seine zwei Zähne vorne und einfach wieder lacht, so einfach wieder so süß. Guck mal, wie er guckt, ey. Oh, meine Eier reißen. Okay. Gib mir deine Hände. Das hat nichts mit den Eiern zu tun. Das sind die Leisten. So, jetzt, Achtung. Gib mir deine Hände. Jetzt probiert ihr, jetzt wird jetzt ein bisschen scary, aber ihr probiert jetzt das Bein hinter euren Kopf. Oh mein Gott. Ey, das können wir doch nicht. Strecken. Das ist kein Eins. Oh mein Gott. Stopp. Okay, du musst sagen, wo bist du hier schon. Stopp. Und jetzt müssen wir tanzen so. Okay, wir machen eine Choreo. Hallo Mama, hier sehe ich dich auch. Hallo mein Schatz. Hab dich ganz so lieb, Schatz. Ich dich auch. Zu Hause alles fresh. Alles langweilig. Zu Hause alles fresh, Bro. Wenn ich nicht da bin, ist immer ruhig, ne? Ja. Ich hab euch lieb. Oh. Ja, ich auch. Er hat doch ein Herz. Wake up in the morning feeling like PDA. Ihr macht Glasses. Alter, das lief auch früher immer auf der Klassenfahrt bei uns. Got my glasses. Ja, also ich habe mich ja selber nicht gesehen, wie ich das gemacht habe, aber ich glaube, das sah schon auch irgendwie so ein bisschen albern aus, weil ich glaube, so gut wie Philipp schaffe ich das nicht. Ja. Tschüss. Ungefähr. Nein, Spaß, okay. Wir machen nicht mehr mit. Die haben es nicht so richtig ernst genommen, aber wenn die unbedingt da ein auf Häschen machen wollen, dann deren Sache. Ich würde es zwar jetzt nicht aufführen mit denen, aber mein Gott, ja, war gut. Es ist spät geworden in der WG. Zeit für letzte Gedanken an zu Hause. Oder die Aufführung von Philipps Tanzchoreografie. Adrian Lull, danke für den Twitch Prime Sub. Gedanzt!
Wake up in the morning, feel the light beating. I got my glasses on the door, I'm gonna hit the city. Before I leave, brush my teeth with the body inside. Asmo Zorgs, danke für den Twitch Prime Sub. Gut angewinkelt, schau bitte schon mal. Ja, hey, Alter, Mann. Wehe, wenn jetzt wieder furzt. Das geht doch gar nicht. Links bin ich richtig schlecht. Guck mal, im Vergleich zu rechts. Oh. Schlaft schon, Jungs. Ich schlafe in meinem Häschenkostümchen. Ich hab euch voll lieb, aber. Ich schlaf doch nicht in meinem Häschenkostümchen. Du hast gefurzt, ne? Gute Nacht! Oh, nee! Wird schon wieder gefurzt. He did it. Now slam. Now slam. Gute Nacht! Entweder hat da jemand keine Freunde oder ein mieses Mitteilungsbedürfnis, aber Happy 420. Danke, Bro. Danke, der Würfel. Okay, Jungs.